Preisträger 2016 in der Kategorie Courage ist Dominik Klanowitz. Wir gratulieren recht herzlich. Dietmar Pfarrer mit sehr schönen Worten. Ich glaube, du bist der jüngste Preisträger, an den der Leopold jemals vergeben worden ist. Wie fühlt man sich so? Es ist ein voll tolles Gefühl. Und, ja. Und wie genau hat sich jetzt die ganze Situation ereignet? Also wir waren auf einer Feier und da haben wir das einen Feuerwehrkameraden erzählt und der hat das dann weitergegeben. Und wie genau, du warst dort auf dem Badesee und hast es einfach bemerkt, dass derjenige quasi am Ertrinken war, soweit ich das jetzt herausgehört habe. Oder wie genau hat sich die Situation ereignet? Ja genau, also wir haben den gesehen, also ich habe ihn gesehen und habe zu meinem Freund gesagt, schau, der kann nicht mehr. Und habe nicht lange überlegt und bin sofort rein. Und fünffache Leopold-Preisträger Michaela Dorfmeister. Die Leopold-Preisträger 2016 in der Kategorie Soziales Engagement sind die Bergrettung Niederösterreich. Meine Damen und Herren, der Landesleiter Dr. Wolfgang Lassenbauer, Bergrettung Niederösterreich-Wien. Wie viele Leute bergen Sie denn am Wochenende? Also es ist sehr schwierig zu sagen, nachdem wir ja das Wochenende nicht selber einteilen können, wie viele Leute runterfallen. Aber ich kann Ihnen sagen, dass wir im Jahr ungefähr 600 bis 700 Bergungen machen in Niederösterreich. Worauf lässt sich das zurückführen, Ihrer Meinung nach? Ja, ich meine, der Bergsport ist immer mit Risiko behaftet. Und wenn man noch so aufpasst, ein Restrisiko gibt es immer. Und die besten Leute sterben dann vielleicht auch ausrutschen oder hängen bleiben. Das kann an jedem passieren. Man muss halt besonders aufpassen. Aber es ist der Bergsport ganz einfach auch gefährlich. Für die Jury die künstlerische Leiterin des Landestheaters St. Pölten, Marie Kötzer. Leopold-Preisträger 2016 in der Kategorie Kultur ist Peter. Wie fühlt man sich als einen Leopold-Preisträger? Ja, gut, sehr gut sogar, weil es auch wirklich Ausdruck dessen ist, was mich mit dem Land verbindet. Diese Verbindung war eine über Jahre gewachsene und jetzt ist sie umfassend. Ich habe auch die Wohnung in Wien inzwischen aufgegeben und darf mich mit Fug und Recht als Vollniederösterreicher bezeichnen und bin auch ein eifriger Konsument des grünen Veltliner. Also Sie sehen, die Ingredienzien meiner Einbürgerung nehmen zu. Stellvertretend für die Jury eine wahre Trainer- und Manager-Legende zu mir auf die Bühne bitten, als Gunnar Prokop. Viel, viel Erfolg und Gesundheit und Zufriedenheit für seine zukünftige Karriere. Er kann heute leider nicht bei uns sein, der Gewinner in der Kategorie Sport. Wir haben ihn aber über das soziale Netzwerk erwischt und ich würde sagen, wir schauen uns an, was er zu sagen hat. Bitte schön, Dominik Ding. Hallo, ich freue mich riesig, dass ich wieder den Leopold gewonnen habe als Tennisspieler. Und mir tut sehr leid, dass ich ihn nicht persönlich entgegennehmen kann, aber es sind extrem viele Termine, auch weil in der Schwebe steht, ob ich es dann noch schaffe oder nicht. Aber es freut mich wirklich riesig, dass ich den gewonnen habe und Gratulation auch an alle anderen Sportler. Begrüßen wir den Vorstandsdirektor der IVN, Diplomingenieur Dr. Peter Ley. Herzlich willkommen. Der Gewinner des diesjährigen Preises 2016 in der Kategorie Wirtschaft ist, das ist die Docker-Gruppe mit Sitz in Amstetten. Herzliche Gratulation. Jürgen Mobili ist hier bei uns heraus. Wie fühlt man sich als Leopold-Preisträger? Eigentlich wunderbar, weil ich glaube, es ist ein sehr wichtiger Preis für uns. Die DOKA ist entstanden schon vor vielen Jahren in Niederösterreich. Und es ist schön, wenn man den Preis von da bekommt, wo man die Wurzeln hat. Weil ich glaube, die Wurzeln sind sehr wichtig für die Zukunft, für die Heimat. Und ich habe es vorhin schon gesagt, wer keine Heimat hat, hat keinen Hafen. Wer keinen Hafen hat, hat keine Zukunft. Deswegen ist es für uns ein sehr, sehr wichtiger Preis für unsere Mitarbeiter, aber auch für unsere Mitarbeiter, die international tätig sind. Für die ist das auch sehr wichtig. Ich darf nun zur letzten Kategorie die beiden Herren zu mir bitten. Den Landeshauptmann und den Chefredakteur der Nö. Begrüßen wir Sie noch einmal mit einem kräftigen Applaus. Landeshauptmann, wir freuen uns und Landeshauptmann. Der Leopold-Preisträger 2016.
der Kategorie Unsere Zukunft ist die Polytechnische Schule Mistelbach. Wir gratulieren sehr, sehr herzlich. Clemens Hofer, der Projektleiter, mit den Burschen, die hier intensiv gearbeitet haben. Wie hat sich denn die Idee für das Projekt eigentlich entwickelt? Ja, die Idee des Projektes kam teilweise von der FH St. Pölten und von unserer Schule. Und wir haben es dann versucht, den Schülern mal schmackhaft zu machen im Bereich. Musik.